Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Empire of Sin. Bevor wir hier loslegen, nur kurz was Organisatorisches. Die Folgen von Empire of Sin werden länger. Es hatte 10 Minuten statt 20, jetzt auf gut und gerne 30 Minuten. Dafür wird die wöchentliche Anzahl von 3 auf 2 reduziert und der Programmplatz verschiebt sich auf Mittwoch und Donnerstag. Bisher war es, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag, jetzt Mittwoch und Donnerstag. Es hat zwei Gründe. Erstens ist es organisatorisch ein bisschen was einfacher, wenn man die Folgen kürzt, also nicht die Folgen, sondern die Playlisten kürzt. Und dann in erster Linie hatte ich es aber eigentlich gemacht, weil viele oder einige von euch hatten gefragt, kannst du nicht ein paar längere Folgen machen? Und ja, kann ich. Ich hoffe, es sagt euch so zu. Das wäre das Organisatorische und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Empire of Sin. Und da gab es ja in der letzten Folge einen regelrechten Paukenschlag. Eigentlich wollten wir ja unseren wohlverdienten Sieg genießen und erstmal das Imperium zur Ruhe kommen lassen, uns weiter ausbauen, uns weiter ausbreiten auf Kosten der kleineren Fraktionen. Womöglich, aber die Los Luceros Bande hat hier oben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und erklärt uns den Krieg, tatsächlich. Und in der letzten Folge hatte ich ja gefragt, oder gesagt, ich überlege mir, was wir machen wollen, ob wir gleich wieder einen Frontalangriff auf den hier einen Unterschlupf machen, auch wenn wir ja gesehen haben, dass das überhaupt nie einfach ist, im letzten Krieg. Da hatten wir ja auch einige Verluste und auch im Krieg davor hatten wir auch einige Verluste, als wir den Unterschlupf angegriffen haben. Deshalb wollten wir ja eigentlich erstmal noch unsere Crewmitglieder hier leveln lassen, dass sie stärker werden und wir dann mit mehr Power die Unterschlüpfe angreifen können. Aber das war wohl nichts, ja. Oder wir gehen halt wieder über, so wie wir es im ersten Krieg gemacht haben, dass wir peu à peu die Geschäfte erobern. Aber schlussendlich müssen wir dann trotz alledem auch noch den Unterschlupf erobern. Deshalb habe ich mir überlegt, wir greifen direkt den Unterschlupf der Los Luceros an. Ich habe auch schon mal geschaut, wo da ein Unterschlupf ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ihr Main-Unterschlupf ist, den ihr Hauptunterschlupf. Kann auch sein, dass das nur ein Unterschlupf hier für dieses Viertel ist hier. Bin mir nicht sicher, weil wir haben ja mittlerweile auch mehrere Unterschlüpfe. Aber wir werden den jetzt hier als erstes angreifen. Wir müssen nur aufpassen, hier oben sind zwei Angriffstrupps der Los Luceros unterwegs und die werden wir die abfangen. Auf jeden Fall werden wir die erstmal im Auge behalten, bevor wir hier irgendwie weiter vorgehen. Und dann könnten wir uns ja auch noch neuer Auftrag begonnen. Und dann könnten wir uns ja auch noch, was wollte ich sagen? Achso, ja, noch einen Crewmitglied leisten. So, was ist jetzt hier für ein Auftrag noch dazugekommen? Ja, das. Reden Sie mit Tommy. Wenn wir jetzt nicht im Krieg wären, könnten wir in aller Ruhe die Aufträge machen, aber hoffe, die laufen uns nicht weg. Wir konzentrieren uns jetzt hier tatsächlich erstmal auf den Krieg. Und das ist gar kein, das ist nur markiert von den Los Luceros. Die scheinen auch noch gegen andere Krieg zu haben. Nur mal gucken, ob die tatsächlich jetzt hier Sapphire irgendwas angreifen. Neues Talent für Vincenzo Caro. Er hat Heimtücke bekommen. Alle Angriffe gegen flankierte oder ungedeckte Charaktere erhalten eine um 20% erhöhte kritische Trefferchance. Das ist nett. Rennen und Schießen. Ja, man kann es halt dann nochmal bewegen. Oder wir nehmen Bauchschuss. Bewegen Sie sich zum Ziel und feuern Sie einen Schuss in dessen Bauch ab. Verursacht Schaden und fügt dem Ziel die Effekte Bluten und verlangsamt zu. Das ist auch nichts Gescheites. Also wir nehmen da lieber Rennen und Schießen, dass wir uns dann halt nochmal bewegen können. In 60 Tagen hat er das erlernt. Und? Haben von uns, soweit ich das erkennen kann, nichts markiert. Also die scheinen hier tatsächlich die Ellicats im Sapphire Rose anzugreifen. Nö. Eiskalt dran vorbei.
Wollen sie direkt den Unterschlupf angreifen? Nein. Sie chillen jetzt hier und warten. Verfolgt. Was steht da? Verfolgt Ziel. Ja, dann verfolgt euer Ziel. Wir werden uns gleich nochmal angucken, ob wir uns noch jemanden leisten können, sodass wir mit der vollen Kapelle da reingehen. ...9600. Ich glaube, das war auch die preiswerteste noch. Die anderen sind ja der Hammer, ja. Also die sind halt einfach zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Wow, der will $66.500 im Voraus. Also, das waren Vermögen damals. 9600. Müssten wir noch 2 Wochen warten. Wir warten ja nicht noch 2 Wochen. Na gut, jetzt nur noch 1 Woche. Dann könnten wir sie uns leisten. Yes. Die hatten wir ja dazu geholt. Kurzläufige Schrotflinte. Können wir ihr denn noch was anderes geben? Noch eine andere Schrotflinte. Boah, das passt schon. Rüstung. Einen Rosenkranzperlen hatten wir, glaube ich, gekauft. Geben wir ihr. Mehr HP. Und hier noch irgendeine Tinktur. Gib mir den Marken bitte. Nahkampf ist sie 61. Könnte besser sein. Geht so. Geben wir ja nichts. Ja, kommt. Wir warten jetzt noch diese eine Runde ab. Diese eine Woche. Und dann können wir verstärkt reinrennen. Ach, die haben das ja oben erobert. Haben sie auch umbenannt. Schwarzmarkt hatten wir uns schon Ausrüstung geholt. Aber den Kriegsorden noch nicht. Aha. 20 Initiative, minus 20 Verletzungsgefahr. Hier würden wir 5 Initiative bekommen. Das kaufen wir dann, wenn es denn soweit ist, dass wir genügend Geld haben, um unsere Crew noch etwas aufzustocken. Oh, jetzt werden wir hier oben angegriffen. Minerva Lee hat ein neues Talent erworben. Was hat sie bekommen? Lebenserhaltende Maßnahmen. Alle freundlich gesinnten oder verbündeten Charaktere im Umkreis von 4 Metern werden jetzt verbluten, anstatt zu sterben, wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt. Schnetzeln und Hacken. Führen sie einen 360-Grad Nahkampfangriff aus. Nahkampf 55 hat sie da. Sie erhalten für jeden Gegner in Reichweite eine Trefferchance von 10% und verursachen plus 10% Schaden. Ja, wie oft kommt das denn vor, dass die so knubbel dastehen? So gut wie gar nicht. Oder wir nehmen Heilmittel. Stellen Sie 30 Gesundheitspunkte beim Ziel wieder her und versehen Sie es mit dem Effekt Heilmittel. Heilmittel stellt 3 Sekunden lang jede Runde 30 Gesundheitspunkte wieder her. Das nehmen wir auf jeden Fall. Sie ist ja Heilerin. Oh, good. Und wo greifen Sie uns an her? Vernichtungsabsicht. Aha, Alley Cats schicken auch Leute los. Ja. Die haben aber noch nichts markiert hier von uns. So, Woche ist rum. Wir können jetzt noch mehr Leute, also noch eine Person mehr anheuern. Und da hatten wir gesagt, wir nehmen sie. Treffsicherheit 80. Nicht schlecht. Mit
Präzisionsgewehren kann sie auch noch gut umgehen. Wir heuern die an. Grant. Talent auswählen. Sie hat Wurfmesser noch dabei. Werfen Sie ein Messer auf Ihr gewähltes Ziel. Taschendieb. Bei allen Nahkampfangriffen besteht nun die Chance, einen zusätzlichen Gegenstand zu stehlen. Sie erhalten die Gegenstände am Ende des Kampfes. Nahkampfangriffe. Sie ist nicht besonders im Nahkampf. Maschinenpistolenausbildung. Sie hat Scharfschützengewehrausbildung. Wir geben ihr definitiv den Scharfschützengewehr. Ich hoffe, wir haben noch eins im Lager rumliegen. Oder wir nehmen die Wurfaxt. Werfen Sie eine Axt auf Ihr gewähltes Ziel. Wir nehmen das mit der Axt. That's class, lads. Jetzt bekommt sie noch... Nein, die Schrotflinte nicht. Haben wir noch einen... Ja, wir haben noch ein Präzisionsgewehr. Sehr schön. Rüstung haben wir keine mehr. Müssen wir noch eine... Ach, wir könnten ihr das geben. 30% mehr. Aha, sie hat... Ja, kann sie gut gebrauchen. Sie ist ein bisschen schwach auf der Brust, Gesundheitspunkte technisch. Geben wir ihr das Stethoskop und schon ist sie über 100. Und dann noch irgendein Tonikum hier. Heilkräuter. Ja komm, geben wir ihr die Heilkräuter. Das ist schön so. Nur nochmal durchgucken, ob alle jetzt auch noch ein Tonikum haben. Sie hat noch nichts. Geben wir ihr ein Heilwässerchen der guten Maria. Ihm auch. Können wir ihr noch ein bisschen Verbandszeug geben. Sie ist ja die Heilerin. Der hat noch gar nichts. Ach nein, der ist ja aber auch Leutnant, glaube ich. Geförderte Baumwollweste. Wollen wir die ihm wegnehmen? Nee, wir lassen sie ihm. Der ist versorgt. Der hat ja gar nichts. Bitte sehr, die Weste für dich. Noch einen Verbandskasten. Und was ist das? Ja, noch ein Heilwässerchen. Verbandskasten und Verbandszeug. Sie ist ja auch eine Ärztin. Der hat 7 Gesundheitspunkte. Ich finde es blöd, dass es das nicht auffüllt. Wenn sie nicht im Kampf sind. Das ist richtig beknackt. Verbandskasten und Verbandszeug haben wir leider keins mehr. Heilwasser auch nicht mehr. Ja, und es gehen so langsam die Fläschchen aus. Verringert kurzfristig den erlittenen Schaden. Nehmen wir mit. Das ist eigentlich Wahnsinn, mit denen da reinzugehen. Aber wir kämpfen ja am Anfang erstmal noch. Den müssen wir da aber nach hinten. Also, bevor wir in das Gebäude reingehen, reinstürmen, müssen wir ja ohnehin noch mit ihm gegen die Wachen da davor kämpfen. So, jetzt sind alle ausgerüstet. Unser Boss könnte noch ein Verbandszeug gebrauchen. Beziehungsweise einen Ortskoffer. Gibt's keinen mehr. Ah. Dann geben wir ihnen noch das Nerventonikum. So, sind wir durch. Alle Leute ausgewählt. Müssten 10 sein. Genau, sind noch 10. Dann geht das los. Wir ignorieren hier diesen Angriffstrupp. Ein Pakt mit dem Teufel. Spätnachrichten. Nee, nicht Spätnachrichten, sondern spätnachts nähert sich ihnen ein Mann in einem ihrer Speakeasy. Ich ermittle verdeckt für die Polizei von Chicago. Ich weiß, wer sie sind, aber ich bin nicht hinter ihnen her. Zumindest noch nicht. Und das kann auch so bleiben, wenn sie mir Informationen über Elvira Duarte zukommen lassen. Wir arbeiten an unserer Anklage und ich denke, sie könnten mir wesentliche Beweismittel besorgen, um diese Bestie lange hinter Gitter zu bringen. Was meinen Sie? Elvira Duarte, ist das ein Gangmitglied von uns?
Ich meine, dass ich keine verdammte Ratte bin. Ehre plus 3, Verruf plus 3, 20% Wahrscheinlichkeit, dass Elvira Duarte sie verpfeift. Wenn mein Name nirgendwo auftaucht, gebe ich ihnen alles, was sie wollen. Verruf minus 10, Bandenloyalität minus 2, Fraktionswerte für die Polizei von Chicago plus 100. Einnahmen des Spiels steigen. Oder wir machen die einzigen Informationen, die ich weitergeben werde, ist das, was sie mir gerade über Elvira Duarte erzählt haben. Sie widerliches Schwein. Ehre plus 3, Fraktionswertung für Elvira Duarte plus 100. Fraktionswertung für Polizei und Chicago minus 100. Wir nehmen das zweite. Ich meine, dass ich keine verdammte Ratte bin. Ehre plus 3, Verruf plus 3, 20% Wahrscheinlichkeit, dass Elvira Duarte sie verpfeift. Wir haben jetzt einen 501er Verruf. Heißt, wir könnten jetzt jemanden als Unterboss platzieren. So kurz vor dem Angriff machen wir es aber nicht. Ich zeige euch das nur mal, wo das war. War das unter Imperiumsüberblick? Nee. Mit Diplomatie war es definitiv nicht. Dann war es hier. Auch nicht. Hier war's, genau. Hier Unterboss. Unterboss auf Ringern, die an Gangmitgliedern ausgezahlten Löhne in Abhängigkeit von ihrer Führungsqualität. Sie müssen entscheiden, wem sie diese Position zuweisen. Also jemand mit hoher Führungsqualität brauchen wir da. Das machen wir aber nach dem Krieg. Weil jetzt brauchen wir jede verfügbare Frau und jeden verfügbaren Mann für den Angriff. Wo ist der her? Ja, der ist ganz weit vorne, den werden wir ganz weit hinten hinstellen. Mit 7 Gesundheitspunkten. Hinterhalt, auf geht's. Dino Banyan ist dran. Hier sind die Los Luceros. Oh, ganz ordentlich Rüstung, 3er Rüstung. Wir knallen hier sofort unseren Knalleffekt rein. Da geht's rein. Feuer frei. Schöner Hit. Nee, keiner gestorben. Können wir den Maschinengewehr mit dem Maschinengewehr können wir noch mal ein bisschen nachlegen, aber wir werden versuchen, mal so eine Todeskette zu initiieren, dass wir dann noch mal einen Aktionspunkt dazu bekommen. Ja. Ein Aktionspunkt müssten wir jetzt noch haben, genau. Nein, wartet mal, sogar noch 2 Aktionspunkte. Dann können wir nochmal schießen. Sehr gut. Autschi! 47er Hit. Boah, das hat reingehauen. So, das ist jetzt eher mit den ganz, ganz wenigen Gesundheitspunkten. Wir gehen definitiv in Deckung. Und werden uns selbst heilen mit dem Erste-Hilfe-Set. Benutzt das mal bitte an dir selbst. Wie viel hat denn der jetzt geheilt? Um 30 nur. Der kann auch mehr sein. Gute Minerva ist auch angeschlagen. Erste Hilfe-Set auf sich selbst benutzen. Gotcha. Wir hätten sollen vorher noch in Deckung gehen. Ach, hinterher können wir dann auch noch uns bewegen. Gut. Zielmarkierung mit ihm nehmen.
Narodes. Rocco Melucci. Den Theodore Hunter heilen. I'm going. Dann ist er voll geheilt. Genau. Und sie kann auch nochmal heilen. So, wer ist denn noch am meisten angeschlagen? Unser Boss könnte was gebrauchen. Aber sie hier natürlich auch. Wir geben es der Chess Murphy. Wenig Deckung hier. Nochmal eine Zielmarkierung drauf. Bin mir nicht sicher, ob das kumuliert, das aufgestockt wird. Wenn zweimal Zielmarkierung drauf ist, kann ich euch gar nicht sagen. So, das ist unsere neue. 79% Trefferwahrscheinlichkeit, das ist nicht von schlechten Eltern. Wurfmesser zieht bei weitem nicht so viel ab wie das Präzisionsgewehr. Feuer frei. Also Boss ist an der Reihe. Könnten uns jetzt heilen. Oder wir schießen einen Feuerstoß ab. Wir entscheiden uns für den Feuerstoß. Die Leute sind so... Gut, es geht geheilt. Autsch! Boah, geht er uns auf den Zünder! Komm, mach ihn platt jetzt hier. Er hat zweimal 47er Hits gegeben. 46 Schaden. So, lass mal was ausprobieren. Wir versuchen jetzt nochmal diesen Hinterhalt zu machen und könnten uns ja jetzt hier im Hinterhalt heilen, oder? Hä? Weißkingswache, sind die im Krieg mit uns? Eigentlich nicht, oder? Wir wollen die ja nicht angreifen. Wir wollen halt nur zu jemandem kommen, der heilen kann. Hier, ja. Heilen und sie, genau. I'm on it, boss. Aha. So geht das, dass man die Leute heilen kann. Ich hoffe, uns greift jetzt hier natürlich niemand an. Sie hat noch ein Verbandszeug. Unseren Boss müssten wir halt nochmal ein bisschen heilen. Aber der hat eigentlich genügend Treffer... Also Gesundheitspunkte. Von daher verlassen wir hier den Hinterhaltmodus, genau. Kampfalarm, wer greift uns denn jetzt an? Lucky Wagon in Municipal Pier an. Da haben wir keine Chance. Das können wir automatisch austragen. 6 Leute von denen. Gegen eine Wache von uns. Keine Chance. Ja. Haben verloren.
Wir werden uns schon noch rächen. Ihm könnte man eine Heilung verpassen. Damit er voll ist. Das sind 50 Gesundheitspunkte, die ihm fehlen. Wäre schon wichtig, wenn wir da nochmal eine Heilung nachlegen. Die anderen sind so zwischen 10 und 15. Die könnten wir auch nochmal heilen. Das sind 24. Also unseren Boss heilen und die gute Minerva. What is it? All right. Als Arzt macht sich Nora Quinn aus beruflichen Gründen Sorgen darüber, wie viel Cassia Longi trinkt. Als Arzt macht sich Minerva, wie viel Cassia. So was, das Event hatten wir schon mal. Da war es dann darauf hinausgelaufen, dass die Cassia Longi trocken wird. Cassia ist ein Abstinent, genau. Schön. Freut uns. Wir machen jetzt den Hinterhalt nochmal und heilen uns. Wir brauchen den Heiler. Wo ist denn ein Heiler? Ja, ist ein Heiler. Der heilt unseren Boss. Gotcha. Ach, der kann gleich nochmal heilen. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Und dann die gute Minerva. I'm on it, boss. Und dann sich selbst. I'm on it. Das müssten wir alle geheilt haben von uns. Ich guck bloß nochmal durch, dass wir dann wirklich komplett voll geheilt den ihr Hauptquartier angreifen. Ich hoffe, das ist den ihr Main-Hauptquartier. Damit wir maximal einen Schaden machen, indem wir halt in ihr gesamtes Imperium übernehmen. Ja, Gebäude an. Oh, Scheibengleister, das ist eine Brauerei, die die angreifen. Mit was greifen sie denn an? Mit 4 Leuten. Ah, Freunde der Nacht, das ist ein wichtiger Kampf, weil die Brauerei zu verlieren ist schade. Blöde Los Luceros. Das machen wir mal lieber selbst. Den Kampf. Kampf austragen. Vielleicht können wir was mehr rausreißen als die KI. Die haben alle 0 Rüstung. Ich hoffe, unsere Leute haben ein bisschen Rüstung. Eine 1er Rüstung. Die können uns hier auch umgehen. Gehen da in Deckung und werden hier die Wache aufbauen. Alles nur Pistolen, Leute. Ach, das wird ein schwieriger Kampf. Die haben alle 3 nur Pistolen. Nicht so schön. Ja, rennen voll rein. Ein schöner Hit. Die anderen werden hoffentlich noch zu weit weg sein, um uns wehtun zu können. Das sind noch 2 Leute mit Gewehren bzw. Schrotflinten. Überhaupt nicht schön. Oha. Doppelschuss können wir ja machen. Wir haben 2 Leute dort, die ordentlich reinfeuern können. Hier wäre doch eine Granate wunderbar, oder? Die stehen hier schön nah beieinander, aber leider hat keiner von uns eine Granate.
mal gucken, wie der Kampf sich entwickeln wird, Freunde der Nacht. Es geht dann automatisch sofort hier weiter in der nächsten Folge. Diese Folge ist nämlich zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch den Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.